Die Möglichkeiten für uns Raubfischangler sind schier unendlich. Ob glasklare Seen, ruhige Kanäle, große Flüsse oder kleine Polder. Überall können wir unsere Lieblingsräuber antreffen, beschränken uns aber pro Angeltag oft auf ein oder maximal zwei Gewässer. Und genau deshalb will ich mich heute einer kleinen Challenge stellen. Ich will versuchen, drei verschiedene Raubfischarten in drei verschiedenen Gewässertypen zu fangen. Also würde ich sagen, starten wir gleich rein. Viel Spaß beim Anschauen. Okay, meine Lieben, drei Gewässer, drei Fischarten. Das ist der Plan. Ich muss ehrlicherweise sagen, den Plan hatten Enrico und ich schon vorgestern und es lief überhaupt nicht gut. Deswegen bin ich etwas skeptisch. Der eigentliche Plan war, den ich mir rausgesucht hatte, Barsch im See, Hecht im Polder und Zander im Fluss oder Kanal, je nachdem. Ich werde heute aber an dem Plan nicht genau festhalten. Ich werde da die Fische fangen, wo sie kommen und dann gucken, dass es passt mit drei unterschiedlichen Gewässern. Und ja, ich fange jetzt hier erstmal in einem See an und da in einem kleinen Hafen und werde hoffen, dass da Barsche sind. Oh Mann, wenn man für drei unterschiedliche Fischarten sogar drei Kescher mitnimmt. Wahnsinn. Dann nur eine leichte Rute. Ja, zack. Da ist auch schon jemand am Fische fangen. Naja, so einen kleinen Blick, Schatz. Ich habe jetzt schon wirklich einige Köder durchprobiert. Cheekspinner, Twitchbait, Gummi, No Action Shad, alles Mögliche. Und jetzt werde ich aber nochmal eine Koa probieren. Hier. Dem Dekor mit einem Offset-Chick. 5 Gramm. Werde ich jetzt mal schnell montieren. Super simpel, super fängig. Probieren wir jetzt mal. Kleiner Barsch mit der Koa wäre abgehakt, aber der ist noch ein bisschen zu klein. Einen Barsch hätte ich theoretisch schon mal. Nein, auch praktisch habe ich einen Barsch, aber das ist natürlich nicht die Größe, die ich eigentlich gern hätte. Deswegen versuchen wir ihn auf jeden Fall noch abzugraden. Jetzt gehe ich aber erst kurz Hechtangeln, denn wenn es hart auf hart kommt, zählt dieser Barsch. Und ja, ich meine, Barsch ist Barsch, aber jetzt geht es erstmal auf Hecht und der sollte doch ein Ticken größer sein. Ja, sonst wäre es auch sehr klein. Also, jetzt Hecht. Ich habe mir einen Polder rausgesucht, beziehungsweise Enrico hat mir gestern noch schnell gezeigt. Er ist jetzt sehr angetrübt, aber das macht nichts. Hier kann man einmal drum rumlaufen, hinten kommt gleich eine Brücke und das werde ich jetzt alles mal schnell abfischen. Immer ein paar Würfe, zack, zack und dann weiter viel Strecke machen. Jetzt irgendwo schnell einen rausholen. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, jawohl, sehr schön, schön drauf genagelt. Leute, da ist er, kein Riese, aber ein schöner Fisch, auf dem Trunk Dancer, nicht lang gedauert, 10 Minuten geangelt oder so, sehr, sehr schön und der kommt jetzt auch schnell zurück, wobei ich guck mal, der hat hier Probleme im Kiembogen, nicht von mir auf der anderen Seite. Schauen wir uns jetzt gleich erst nochmal an. Aber der war ja auf jeden Fall noch fit. Sehr, sehr schön. Top. Das hat ja wirklich schnell geklappt. Der Köder darf jetzt, denke ich, auch in den Ruhestand. Der hat schon so viel Hecht in letzter Zeit gesehen. Der ist jetzt fertig. Ja, aber nicht mal 10 Minuten angeln oder so. Ich hätte eigentlich noch richtig Bock,
hier jetzt die Strecke noch ein bisschen weiter zu machen, weil es einfach mega Spaß macht, die kurzen Würfe mit der Baitcaster. Und die Bisse sind auch immer richtig geil, oft auch direkt vor den Füßen und auf Sicht. Aber ich habe noch den Zander offen und den Barsch wollte ich noch upgraden. Deswegen denke ich, mach noch mal so ein paar Meter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt machen würdet. Genau, ich mache noch mal ein paar Meter und dann geht es aber gleich weiter ans nächste Gewässer. Dadurch, dass ich den Hecht jetzt auch wirklich abgehakt habe, kann die Hechtrute weg. Und ich habe nicht so viel Chaos im Auto. Die Barschrute und so ist ja noch aufgebaut. Deswegen kommt das Hechttackle jetzt ganz nach unten in die letzte Ecke. Jetzt fahre ich ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, ob wir den Zander auch schon bekommen. Das sehen wir gleich. Das Auspacken der ganzen Sachen und Umräumen habe ich euch diesmal erspart. Jetzt geht's auf Zander. Ich habe mir einen Kanal rausgesucht. Ich werde jetzt nur eine leichte Baitcaster mitnehmen, ein bisschen vertikal. Mit der kann man aber auch jiggen, ein paar Gummifische einpacken. Und das werde ich jetzt probieren. Ich kann da draußen auf so einen Steg gehen und da werde ich erstmal lang vertikal ein bisschen das Ufer abfischen. Kurz dazu, wie ich jetzt überhaupt lang vertikale. Also im Prinzip ist es kein Hexenweg, es ist sehr, sehr einfach. Ich lasse den Köder einmal absinken bis zum Grund. So, jetzt bin ich unten. Wir haben jetzt so 3,5 Meter ungefähr. Ich gehe mit der guten Spitze ein bisschen nach. Hebe ihn dann wieder an, sodass ich ja, 30, 50 cm über dem Gewässerboden bin. Und dann laufe ich einfach lang, halte den Köder und gebe ganz leichte Impulse ab und zu. Das sieht man in der guten Spitze ganz leicht nur. Ja, und mehr nicht. Aber eigentlich reicht es auch, den Köder einfach zu halten. Dadurch, dass man läuft, dass wir laufen, hin und her wackeln und so, kriegt der Köder schon genug Impulse. Und der Schwanz hinten spielt schon bei der kleinsten Bewegung. Und das kriegen die Zander schon sehr gut mit. War ich wohl gerade ein bisschen abgelenkt. Ah, Mann. Einmal kurz am Handy und schon scheppert's. Weiß nicht, ob man es auf der GoPro gesehen hat, eigentlich war es ein guter Biss. Ich hatte schon bis oben gefischt und hatte mich dann auf den Rückweg gemacht. Zu meiner Entschuldigung kann man sagen wegen dem Handy, ich wollte nach dem Wetter schauen. Denn es ist doch sehr trüb und sehr bewölkt, sollte heute eigentlich nicht so werden. Und dann ist oft Kanalangeln auf Zander schwierig. Die beißen da tatsächlich meistens besser, so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn richtig die Sonne ballert. Und das ist heute nicht der Fall. Deswegen packe ich den Kollegen jetzt hier wahrscheinlich gleich wieder ein und werde mir einen anderen Spot suchen. Neuer Spot jetzt, nachdem vertikal da gar nichts ging, außer dem einen Biss. Und ihr merkt schon, es ist echt laut. Ich werde jetzt hier unter so einer Brücke angeln. Da geht eigentlich immer mal ein Zander. Sollten wir eigentlich rausbekommen. Ich habe jetzt eine Jig-Route dabei, ganz normal, um kleine Gummis zu jiggen. Aber auch die La Moustique, die leichte, um vielleicht nochmal einen Krebs zu angeln. Denn der Spot hier ist sehr stark befischt. Wenn die Fische so die ganze Zeit Gummis sehen und so, ist so ein Krebs sehr variantenreich einsetzbar und oft der Schlüssel zum Erfolg. Wäre natürlich jetzt der Klassiker, wenn ich darauf gar nichts fange. Aber ich werde ein paar Würfe mit dem Gummi machen und dann werde ich gleich erstmal meinen Kofferraum zumachen. Und dann werde ich, denke ich, schnell auf den Krebs wechseln. Das probieren wir. Ein kleiner Zander. Auf die Quar. Oh, can I use your net? Ja, okay. Cool. Danke. Thank you. You're welcome. So Leute, kleiner Zander ist damit auch abgehakt. Ich werde hier aber auf jeden Fall noch kurz angeln. Sehr schön, der kommt jetzt schnell wieder zurück. Schuss. Da ist er, auf die Quar. Da ganz langsam über den Grund. Karma, sehr schön. Ich glaube zweiter Wurf mit der Quar. Unten drunter. Oh, schöner Barsch. Schön. Eingenetzt. Ja, Leute. Barsch erzählt nicht ganz, weil hier haben wir den Zander schon gefangen. Aber er kommt natürlich mit ins Video. Und schaut euch mal an, wo der Krebs ist. Einmal komplett weg. Sehr schön. Der kommt auch wieder zurück. Na, angel ich noch einen Moment. Toll. Der Spot läuft, ich werde es aber nicht mehr zu lange machen. Den Barsch habe ich auch gerade, ich zeige es euch mal, hier unten drunter gefangen. Einmal drunter geschlänzt, zweimal angezogen und zack. Sehr, sehr schön. Es ist zwar sehr laut hier, ich weiß nicht, wie es auf dem Mikro ist, aber ein weiser Mann namens Gunnar, unser Teamkapitän, hat mal gesagt, man muss da angeln, wo die Fische sind. Ja, und das machen wir. Angeln hier noch kurz und dann mal schauen. Der Barsch war jetzt auch schon schön, aber vielleicht können wir ja trotzdem noch auch richtig im See oder so upgraden. Ah, Leute, ich habe mich ganz hervorragend
verpuckert. Ich wollte noch mal meinen Barsch upgraden und das Ganze jetzt an einem kleinen Fluss. Kleinen Fluss hatten wir heute noch gar nicht, sprich, da darf ich auch noch einen Barsch fangen und den quasi in die Wertung einbringen. Ich stand aber mega im Stau und ich als ortskundiger Niederländer dachte mir natürlich, komm, den umfährst du mal schnell. Hab mich mega verfahren und bin erst ganz spät da. Noch dazu hat es sich richtig zugezogen. Ich denke, es fängt bald an zu regnen. Ich hoffe, es ist noch genug restlich da. Auf der Kamera sieht es jetzt auch heller aus, als es ist. Und wir kriegen irgendwie noch einen Barsch weg. Das probieren wir jetzt. Das ist auch der Abschlussspot. Und ja, los geht's. Ich glaube, größer wird's nicht mehr. Also, es sollte nicht mehr sein mit dem größeren Barsch. Macht aber auch nichts. Ich bin schon mega happy, dass ich überhaupt diese drei Fischarten in drei unterschiedlichen Gewässertypen abhaken konnte. Und das auch noch in, ja, Größen, die in Ordnung sind. Ja, es waren jetzt keine richtige Schniepel und so. Es war schon in Ordnung. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch noch mal sehen wollt. Oder auch andere coole Ideen und Missionen. Einfach rein damit. Ich lese mir das alles durch. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar schreibt ihr eh. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns quasi nächste Woche beim neuen Video wieder. Euch ganz viel Petri Heil am Wasser. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.